dicker Stahl zum Schutz von Politikern und Firmenchefs. Die Panzerung von Fahrzeugen ist das Hauptgeschäftsfeld der Indica GmbH im Landkreis Zwickau. 160 Mitarbeiter zählt das Unternehmen, das neben den Spezialfahrzeugen auch den individuellen Innenausbau von Luxuslimousinen anbietet. Trotz dieser Spezialisierung ist man wie viele andere Zulieferer zum Teil auch von der VW-Krise betroffen. Viele Projekte seien gestoppt, es gäbe weniger Neuprojekte am Markt. Und dennoch herrscht keine Katerstimmung. Das ist einfach der Druck, sich heute und jetzt zu verändern. Der ist eben weitaus größer, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war. Und gerade innovative mittelständische Unternehmen, durchaus auch kleinere Unternehmen, haben durchaus eine große Chance, eben eine neue Stelle im Markt zu finden. Die sollten wir jetzt gemeinsam anpacken und da hilft natürlich das Netzwerk hier in Sachsen uns viel weiter. Genau dieses Netzwerk trifft sich ab heute in Zwickau. Hier diskutiert die Branche über neue Technologien, Digitalisierung, Elektromobilität. Dem Netzwerk zufolge gibt es in Sachsen rund 330 Automobilzulieferer. Tätig sind sie etwa in gleichen Teilen in den Bereichen Karosserie, Interieur und Elektronik. Die meisten, mehr als ein Drittel, sind im Bereich Antrieb unterwegs. Ein Feld, das sich durch die E-Mobilität stark wandelt. Über 18.000 Mitarbeiter sind beschäftigt in diesem Bereich der automobilen Zulieferkette. Immer mehr neue Antriebe werden aktiv. Und deswegen wird die Herausforderung stehen, wie kann ich die Arbeitsplätze im Prinzip in neue Technologien überführen. Bei Indica hat man zumindest dieses Problem nicht. Durch das stark nachgefragte Luxussegment und den eher krisenfesten Spezialfahrzeugbau kann sich das Unternehmen am Markt behaupten. In wenigen Monaten soll bereits eine neue Produktionshalle in Betrieb gehen.